Hallo und herzlich willkommen zurück zu Manor Lords. Den Kampf haben wir gewonnen, aber unsere erste Amtshandlung jetzt bei der Wiederaufnahme dieser Serie wird sein, auflösen. Ja, ihr habt richtig gehört, die Leute sollen nämlich wieder arbeiten. Hier werden nicht nur Schilde gehalten. Ab an die Arbeit! Los! Der Pöbel muss arbeiten. Damit der Lord seine verdienten Rationen bekommt. Oh, wir haben einen Robin Hood. Robin, Robin! Nehmt es von den Reichen und verteilt es an die Armen! Das sieht wirklich aus wie Robin Hood. Ah ja, komm, genug rumgeblödelt. Okay, so, was machen wir denn als nächstes? Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick mit Hub, wo wir denn aufgehört haben. Ich mache das Ganze immer relativ unvorbereitet, denn ihr sollt mitbekommen, wie ich... Ja, was heißt sollt? Damit ihr mitbekommt, wie ich denke oder wie ich das plane. Vielleicht kann man da das ein oder andere mitnehmen. Und seht ihr diese Straße? Die habe ich in der letzten Folge schon gelöscht. Die scheint bei jedem Laden vom Safe Game immer wieder erstellt zu werden. Das ist seltsam. Geht die hin? Okay, die führt einfach komplett hier durch. Die ist vom Spiel anscheinend so fest platziert und kommt dann immer wieder, wenn ich die lösche. Okay, weg damit. Sogar durch meine Gebäude hindurch. Das ist eine ganz schöne Frechheit. So, wir haben 22 Wohnraum und 22 Familien. Das bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet. Wir brauchen mehr Hofstätten. So, die würde ich direkt hier platzieren. Wenn das wieder gemacht ist. So, bitte bauen. Das gleiche hier. So, das hier habe ich die Ecke nicht richtig genommen. Jawohl. Okay, hier haben wir auch unsere Straße eingezogen. Von daher können wir hier auch einfach ausfüllen. So, und hier 6 Hofstätten. Sollen wir hier auch noch eine Straße? Nee, ich denke nicht. Das wird keinen großen Vorteil bringen. Die Leute, die hier außen sind, werden diese Straße benutzen. Die näher zur Mitte hin werden diese Straße benutzen. Von daher für da hinten ist auch gesorgt. Allerdings könnten wir hier noch anderen 3 Gebäude platzieren. Es hat gerade so ausgesehen, als würden die ein Knick machen, die Straße, aber es ist einfach nur eine Senke. So. Was ich mittlerweile gelernt habe, falls die Infos da draußen stimmen, ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig mit dem, was da draußen an anderen Guides oder an Infos kursiert, aber das würde auch zu dem passen, was ich teilweise gesehen habe. Die Leute holen sich ihre Waren nicht vom Marktstand. Die werden zwar ihre Waren vom Speicher und vom Lagerhaus holen, deswegen sollten die in der Nähe der Marktstände sein. Allerdings teleportieren sich die Waren vom Marktstand zu den Hofstätten. Das bedeutet, in der Theorie könnte auch ganz weit weg eine Hofstätte sein. Die würden trotzdem die Bedürfnisse erfüllt bekommen. Solange am Markt zur Zeit, bei dem die Hofstätte ihre Ware anfordert oder Nahrungsmittel, auch irgendwo in einem Marktstand vorhanden ist. Das bedeutet, der Flaschenhals wird der Speicher oder das Lagerhaus sein und da müssten mehrere Familien eingesetzt sein, damit die Waren schnell genug zum Marktstand kommen. Beziehungsweise die Waren auch schnell genug von den Produktionsstätten zum Speicher, zum Lagerhaus kommen und von dort dann zum Marktstand transportiert werden. So, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob das stimmt, allerdings müssen die Leute ja immer noch zu ihren Produktionsstätten laufen, ne? Das heißt, diese Familien, die haben jetzt einen relativ langen Weg zur Gerberei, zum Forsthaus und so weiter. Von daher müssten wir eigentlich hier mehr Häuser bauen oder Hofstätten, ich sage immer Häuser, damit das effektiver wird. Aber das kommt alles noch, werden wir uns noch drum kümmern. Wir haben jetzt die Holzkirche und die ganzen Hofstätten hier. Level 2 haben wir hier gemacht. Schmiede. Die Tischlerei. Um noch einmal alles zu begutachten. Die Burgner Werkstatt. So. Da können wir einiges produzieren mit. Und hier könnten wir dann schauen, was wir damit machen. Noch ein weiteres Problem. Ich weiß nicht, ob wir alle Gebäude hier, die eine Erweiterung haben können, wirklich auch
ausbauen sollen, denn wenn die einen Hühnerstall haben, dann müssen die sich ja auch um die Hühner kümmern. Genauso hier. Ja? Wenn die jetzt einen Job haben oder sind irgendwo zugewiesen zu irgendwas, die werden ja großen Teil der Arbeit, ja, aber auch auf ihrem Arbeitsplatz verbringen und bekommen dann hier eventuell nicht alles abgearbeitet. Oder fokussieren sich darauf und vernachlässigen dann einen anderen Job. Wenn ich zum Beispiel jetzt da raten müsste und sage, okay, hier arbeitet jemand im Speicher oder im Lagerhaus, die sind aber hiermit die ganze Zeit immer beschäftigt, dann fällt das hier oben flach. Dann kommen die Waren nicht am Marktstand an, dann letztendlich auch nicht in den Hofstätten. Problem. Ich bin gespannt, wie das noch zukünftig vom Entwickler gelöst wird, aber wir müssen damit jetzt halt im Moment noch klarkommen. Sollte aber kein Problem sein, wir kommen trotzdem sehr weit, nehme ich mal an. So, genug gelabert, wir haben noch kaum gespielt. Wir möchten Familien, also lassen wir das Ganze schnell laufen. Gemüse, Gemüse, hatten wir hier schon was angebaut? Ja, haben wir. Und hier als Test gehen wir jetzt folgendermaßen hin, wobei als Test ist es wahrscheinlich schon zu spät. Frühling, saisonale Ressourcen erholen sich, Feldfrüchte wachsen. Ja, eigentlich muss bis zum Sommer schon alles gepflanzt sein, ne? Wir machen das jetzt leider erst jetzt. So, machen das erstmal hier. Das hier kann nachher ein bisschen weiter woanders hin. Machen wir es mal so. Und wir haben nicht genug Material. Okay, wir müssen also erstmal ein bisschen laufen lassen. Das Holzfällerlager. Ja, hat auch wieder sehr lange Wege. Und auch nur einen Ochsen. Ich könnte einen Ochsen eigentlich fest zuweisen, ne? Dann wäre hier die Produktivität auch mal höher. Werden wir auch tun. Und dann würde ich trotzdem sagen, versetzen, weil ist schon wieder kein Holz. So, die einzigen Bäume, die hier noch in der Nähe sind, sind hier auf der Seite. Komm, dann setzen wir. Wir haben ja keinen Stress. In dem Sinne. Ich sag hier Höchste. Schon wieder was? Banditen in der Nähe. Wo ist denn das Camp? Das ist ja ewig weit weg. Ich bitte euch. Wie geht das denn? Wobei, wenn wir verhindern wollen, dass hier andere Gebiete eingenommen werden vom Hildebold, sollten wir gucken, dass wir eine noch größere Armee bekommen, noch schneller Familien produzieren, wollte ich jetzt schon sagen, migrieren lassen, um da entsprechend, ja, Gebiete auch für uns zu beanspruchen, denn dort möchten wir auch andere Layouts ausprobieren. Ich bin mal gespannt, was wir machen. Ich hatte schon, das hier ist ja, ja, schon eine Art Hexagon, würde ich sagen, aber kein wirkliches Hexagon. Wir könnten vielleicht auch ein Hexagon-Pattern machen, indem man sagt, in jedem Hexagon ist ein eigener Bereich für Hofstätten, ein Bereich für Industrien, ein Bereich für Speicher, ein Bereich für Marktstände oder sowas. Oder auch ein Kreis oder ein Dreieck. Mal gucken. Oder vielleicht ganz popliges Rechteck. Weil, ja, ich möchte halt jetzt nicht so wie jeder bauen, sonst wird das, denke ich, ziemlich uninteressant. Da gibt es schon hunderte Videos. Ja, das ist so der Plan im Moment. Was mir gerade auffällt ist, wir bekommen hier keine Taverne rein. Bedeutet, wir müssen da wieder ein bisschen umbauen. Ja, ihr könnt es ja besser machen als ich. Ihr seht ja dann schon, wie es funktioniert hat. Die Taverne werde ich hier platzieren. Deswegen habe ich jetzt schon hier die Burgner Werkstatt, ja, versetzt noch nicht, aber ich habe hier einen Hühnerstall abgerissen. Die Hühner sind natürlich in die anderen Hofstätten gezogen und hier dann eine Burgner Werkstatt hingestellt. Dafür, das Holzfällerlager hatten wir hier platziert. Hier musste ich noch einer Familie zuweisen. Hier habe ich die entfernt. Entfernt hört sich immer so ein bisschen falsch an. Ja, damit auch wieder Holz beikommt. Jetzt haben wir aber ein Problem mit der Nahrung. Ich denke, mit diesen großen Plots war das vielleicht gar nicht so clever. Was ich mir vorstellen könnte, eine Familie wird definitiv nicht reichen, ne? Ich hoffe, das Ganze geht uns nicht verloren, wenn nicht alles gesät werden kann. Ich weiß nicht, wie das Spiel dahingehend funktioniert. Werden wir auch gleich sehen. Hier könnten wir aber auch den Wohnraum erweitern. Und wenn da zwei Familien wohnen, könnte ich mir vorstellen, dass das doch irgendwie funktioniert. Naja, wir werden sehen.
Auf jeden Fall lassen wir jetzt mal schneller laufen. Ich würde hier noch einmal kurzfristig... Ja, hier gibt es nur Boni, wenn hier jemand drin ist. Nehme ich mal an, oder? Nee. Wir hatten da die ganze Zeit keinen drin. Kein Pfarrer und trotzdem plus 9. Ja, soll mir recht sein. So, hier kommt ein zweiter Holzfäller rein. Ist der Ochse noch zugewiesen? Ist er nicht. Also Ochse hier rein. Und weiter laufen lassen. Und wir können uns... Haben wir irgendwo noch eine Stallfläche frei? Nein, haben wir nicht. Okay, im Moment ist nicht viel los. Anbildebalken kostet immer... Hier ist noch was. Ah, hier, Stallfläche. Haben wir noch eins? Ich würde sagen, kommen noch ein Ochsen, oder? Ja, komm, los geht's. Ein Ochsen. Und weil wir im Moment Not haben an Futter, hier noch Hühnerstelle. Auch wenn die dann nicht so effektiv sind, müssen wir noch herausfinden, wie sich das Ganze dann, ja, zeigt. Wie es funktioniert, ob es funktioniert und so weiter und so fort. Und hier werden wir, sobald wir ein klein wenig Bauholz zur Verfügung haben, wieder Hofstätten hier definitiv platzieren. So. Und dann hoffentlich mit... Oh, das kostet 12, ja. Habe ich schon wieder vergessen. Wenn nicht, könnte ich einfach die Hälfte machen, aber naja, dann muss man das wieder genau zeichnen und das, ja, könnte ein Problem sein. War natürlich jetzt nicht ganz so clever. Ich habe diese Gebäude wieder alle zuerst gebaut. Das dauert wieder, bis hier überhaupt Familien ankommen, ne? Und dort, wo wir eventuell mehr Nahrung anbauen möchten. Weiß nicht, ob das so clever war. Naja, werden wir sehen. Vielleicht gehen wir einfach hin und sagen kurz hier speichern. Ja, Spiel Nummer 6 ist natürlich sehr aussagekräftig. Save wegen eventuellem Fehlschlag. So. Überschreiben. Gespeichert und zurück. So. Falls wir wieder hierhin zurück müssen, haben wir jetzt einen Save, der hoffentlich nicht von mir überschrieben wird. Das mache ich nämlich sehr gerne. So, hier hagelt es Hofstätten. Wir haben wieder 3 Familien zur Verfügung. Wo hakt es denn am meisten? Ich würde sagen, Sammlerhütte, Bären, kann man ruhig noch einer Familie zuweisen. Und ich würde jetzt 2 machen, damit wir schneller an Nahrung kommen. Gucken, wie sich das dann machen lässt. Hier hat schon wieder jemand einen Lebensmittelstand aufgemacht. Der Jäger. Naja, okay. Lebensmittellager, da steht immer Lebensmittellager, ne? Ich hätte hier gerne schon gesehen, wo die Personen herkommen, ohne dass ich mich hier wechseln muss. Schreiner. Der Schreiner hat einen Lebensmittelstand? Bin ich jetzt... Ist das vielleicht, weil die jetzt... Wo wohnen die? Moment, das müssen wir jetzt begutachten. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wohnhaus. Tatsächlich, die haben Hühner. Und eröffnen dann ihren eigenen Lebensmittelstand und verbringen ihre Zeit bzw. weniger Effizienz damit, diesen Stand zu betreiben. Was eigentlich diese Aufgabe wäre, aber wir haben keine Leute. Ja, ich denke, das wird es sein. Wir brauchen mehr Leute dann hier im Speicher. Na, warum kann ich das nicht anmelden? So. Es war hinter dem anderen Pop-up versteckt. Wir werden jetzt gucken, dass wir mehr Familien im Speicher zuweisen, bevor wir irgendwas anderes tun. Steinnetz wird auch wieder bald gebraucht. Wobei, 49 Stein sollte okay sein. Und ihr seht schon, hier gibt es jetzt einiges mehr an Waffen etc. pp. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hätten wir noch irgendwas zum Handeln? Glaube nicht. Kriegsbögen sagt mir 36. Ja, komm, ich erhöhe das auf 72. Ich hätte gerne 2x Bogenschützen. Und als nächstes, was haben wir hier hergestellt? Schauen wir mal, was Level 3 benötigt. Hofstätte Level 2 fehlt eine zweite Bekleidung. Wobei, war man eigentlich ziemlich sicher, dass man jeweils immer nur eins befriedigen muss. Bekleidung müssten wir also Schuhe, Kleidung, Mäntel nicht herstellen, weil hier auch steht, ausreichend ist das Angebot eines beliebigen der folgenden Materialien.
Wobei, das heißt eins dieser drei und hier eins dieser drei. Naja, mal gucken. So, und Bier bräuchten wir auch. Und Bier bedeutet, wir bräuchten eigentlich was genau? Bier wird gebraut aus Maltkorn zu Mehl. Gemeinschaftsofen. Wo sehe ich das nochmal? Stellt das die Taverne selbst direkt her? So, wir haben jetzt genug Gebäude. Wir reißen hier schnell ab. Dann wird die einfach mal platziert, dann sehen wir das. So, brauche ich hier Rätsel. Vorräte. Ja, die hätte ich gerne. Wenn das geht, nicht gelöscht. Aber ich kann meine Taverne nicht platzieren, denn ist im Weg. Gut, dann lassen wir die Vorräte mal wegschleppen. So ist brav, so will ich das sehen. Und jetzt kann die Taverne auch platziert werden. So, die kommt hier hin. Dann wird die auch gebaut. Oh, schaut mal, wie der Holzfäller hier alles rasiert. Wir brauchen die nächste Familie definitiv in einem Forsthaus. Ich weiß nicht, hier ist es. Da arbeitet schon einer. Oder eine Familie. So, und die Familie pflügt händisch und ist nur mit diesem Job beschäftigt. Und er hier führt einen Ochsen. Ja, ihr seht schon. Problematisch. Ich würde hier den Wohnraum erweitern. Hoffentlich ziehen hier Leute ein. So. Machen wir das direkt. Und dann bräuchten wir definitiv. Komm, wir lassen hier eine zweite Familie einziehen. Arbeitsbereich festlegen. Hier kann man auch mit Steuerung und dem Mausrad entsprechend anpassen. Und wir hätten hier gerne Bäume. Mach mal lieber die Bäume. Eine Leichengrube brauchen wir später, falls hier Leichen von den Gegnern bei uns irgendwo rumliegen. So, und Brennstoff ist auch ein Problem. Hat ihr das nicht mehr besetzt? Jäger, Sammler, Säge, Brennholzhütte. Also, hier auch eine zweite Familie. Ein zweite. Mit bestem Deutsch. Okay, und dann das Herrenhaus. Wir brauchen unbedingt das Herrenhaus so langsam. Bretter. Die Sägegrube ist eigentlich auch besetzt, aber die baut erst, sobald... Und hier die Baureserve wird auch nach jedem Laden des Safes zurückgesetzt, habe ich jetzt festgestellt. 12 ist das Minimum. Die Sägegrube hat die noch ihren Ochsen. Ja, zweite Familie. Und los geht's. Okay. Und so muss das jetzt erstmal laufen. Taverne wird wahrscheinlich nur zufriedenstellend sein, wenn ständiger Nachschub an Bier da ist. Ja. Ich denke, das können wir handeln. Hoffe ich zumindest. Ansonsten müssen wir das irgendwie herstellen, ganz kläglich mit einem kleinen Bauernhof. Und Bekleidung, Schuhe, Kleidung oder Mäntel. Schauen wir nochmal. Industrie. Heute zu Leder. Ah, das war eine Erweiterung hier, ne? Richtig. Anstatt Hühnerstall wäre das hier zum Beispiel. Ah, Malz brauchen wir dafür, ja. Okay. Ermöglicht die Produktion von Schuhen. Aber was braucht der? Zuerst mal braucht der Stufe 2. So, und das lese ich immer gerne. Eine weitere Familie hat sich uns angeschlossen. Der Brennstoff bleibt immer noch niedrig. Das macht mir Sorge. Das macht mir wirklich Sorge. Wir haben jetzt schon 2 transportiert. Fügt händisch. 3 Familien. Oh weh. Das kann ja was werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier gerade verkacken. So, komm, diese holen wir mal alle auf Level 2. Dass ich die entsprechend irgendwas machen lassen kann. So, abgeschlossen. Wo ist abgeschlossen? Achso, okay, da war aber schon ein Hühnerstall. Obwohl es Level 2 ist. So, und das ist im Bau. Der Brennholzstand ist...
Okay, jetzt haben die nochmal einen Stand. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3 Brennholzstände. Was zum... Das ist wild. Das ist echt wild. Ja, also das ist... Nee, das sind Pflanzen. Das ist wild. Ha, 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 ha. Okay. So. Pro Folge ein dummer Witz. War versprochen. So, den habt ihr jetzt. Nur für euch. Kann ich jetzt bitte... Nein, immer noch nicht. Ich muss ein bisschen warten. Höchste. So. Vielleicht geht es dann ein klein wenig schneller. Wobei, wenn hier unsere ganze Produktion ist, könnten wir hier... Na egal. Wir machen das jetzt einfach so. Wir warten. Und da hinten entscheiden wir uns später für irgendwas. Weil hier könnte ja auch noch Industrie hin. Ne? Hier ist ja schon ein Rennofen. Aber mal sehen. Ihr seht ja dann, was ich alles falsch mache. Und könnt das dann besser machen. So. Kann ich denn bitte jetzt hier Erweiterung abreißen? Und dann möchte ich 5 Bretter haben. Das ist das erste Ziel. Wird es die Sägegrube schaffen? Ja. Hier sind Bretter. Und die sind anscheinend schon versprochen. Denn ich habe hier auf Warenüberschuss. Und hier kommen keine Bretter an. Es sei denn, die werden erst verfügbar, wenn sie im Lagerhaus ankommen. Aber nein, die wurden schon irgendwo verbraucht. Wo wurden die verbraucht? Wahrscheinlich für Bögen und Schilde. Das heißt, wir stellen nicht genug Bretter her, um danach zu kommen. Jetzt meine nächste Frage, die ich mir auch noch nicht beantwortet hatte, oder für uns. Kann ich hier irgendwo einschränken, dass der aufhören soll, jetzt Bögen herzustellen? Sieht nicht danach aus. Ist halt auch ein Problem. So. Brennholz 2 Monate. Zumindest geht es ein klein wenig nach oben. Also es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Busch ist leer. Also eine Familie weniger. Hätten wahrscheinlich auch 2 gereicht. Für den Handelsposten, ja, müssen wir vielleicht hingehen und gucken, dass wir da ein bisschen nachlegen. Ja, Bretter sind immer direkt weg. Keine Chance. Immer wenn die Sägegrube ein paar Bretter hat, sind direkt weg und werden verarbeitet. Kann ich irgendwo ein Maximum einstellen für Bögen und so weiter? Auch wenn ich das eigentlich nicht möchte, weil ich möchte ja Handel betreiben. Ups. Nichts umschmeißen hier, sonst... Hm. Ist jetzt halt die Frage, wie macht man das? Ich könnte hier einfach sagen, nicht mehr einlagern, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wobei, Moment. Jedes Wohngebäude hat sein eigenes Lager. Hier könnte ich 30 Bögen einlagern, wenn ich dann verbiete, dass im Lagerhaus eingelagert wird. Dann bleibt das bei diesen 30. Aber 30 ist ein bisschen wenig. Müssen ja auch Militär haben. Ihr seht das nächste Problem. Hier braucht es eine Einstellung Maximum Schilde. Danach wird nichts mehr produziert. Wenn dieses Gebäude sagt, jetzt ist Schluss. Vielleicht sollte man da noch berücksichtigen, dass er diesen Lagerbestand auch noch mit berücksichtigt. Aber naja, mal gucken, wie man das macht. Würde ich nicht entscheiden wollen. Ich glaube, egal wie man es macht, wird ein bisschen problematisch für die Leute. So, und die Brennholzhütte reicht anscheinend nicht. Wir sind alle immer am Transportieren. Transportiert Holzblock. Produziert Dachziegel. Wir brauchen eine weitere Brennholzhütte. Sehe ich das richtig? Industrie. Sammeln Brennholzhütte. Ich würde die... Lass mal noch eine hier erstellen, wobei ich weiß nicht, ob das so gut ist. Die bringen das Ganze dann erst in diesen Speicher. Das ist gerade nicht so optimal. Ich stell's mal hierher.
Und ich frage mich, was denn dieser... Ah doch, hier hat er ein bisschen was gepflanzt, der Förster. Okay. Das dauert halt, bis das gewachsen ist. Macht aber auch Sinn. Naja, ich bin ein bisschen überfragt, wie wir das jetzt optimieren schon. Denn wir haben offensichtlich ein kleines Problem. Ich stelle hier noch eine Brennholzhütte hin. Und noch ein Holzfällerlager, dass das erstmal schneller geht. Können wir später immer noch abreißen, wenn wir möchten. So. Das auf Höchste. Und die Brennholzhütte, wobei ich glaube, es ist schon alles gebaut, aber hier hoch. Dann können wir da dort neue Familien zuweisen. Wisst du nicht, warum ich hier... Lass das einfach mal abreißen. Gucken, was passiert. Ob die direkt wieder ein neues bauen? Hier in dem Brennholzstand ist nichts drin. Hier sind auch zwei. Weg. Dann da ist noch einer. Das glaubt dir doch kein Mensch. Abreißen. Schon wieder welche gebaut. Naja, okay. Ich würde sagen, hier noch eine Familie. Komm, mach hier mal voll. Vielleicht ist das, wie gesagt, vielleicht ist das der Flaschenhals. Wenn ihr hundertprozentig wisst, wie das funktioniert, ab in die Kommentare bitte. Damit auch andere davon lernen können. Wäre sehr löblich von euch. Würde ich auf jeden Fall feiern. So, Brennholzhütte, hier auch Familie. Und dann warten wir auf weitere. Allerdings haben wir keine Gebäude mehr. Das würde bedeuten, wir können hier... Haben wir irgendwo noch Wohnraum? Ne, war hier überall nicht verfügbar. Hier ist Wohnraum erweitern. Okay, dann machen wir das hier. Bevor wir neue Gebäude platzieren. So, hier war das glaube ich auch. Ne? Hier sind schon zwei Familien. Da kann man das natürlich auch gut überblicken, oder? Ne, das ist nur die Stufe. Weil wir sehen es an der Anzahl hinten dran. Vorne die 2 ist die Stufe. Gut zu wissen. So, also Wohnraum, Wohnraum, Wohnraum. Ist halt schade, dass hier kein Wohnraum erweitert werden kann. Und hier hatten wir das schon. Hier noch nicht, okay. So, das sollte jetzt genug Wohnraum sein erstmal wieder. Fürs Erste. Erste, Zweite und fürs Dritte. Und die Versteigerung geht an. Keine Ahnung. Brennstoff immer noch einen Monat. Sehr schlecht. Komm, ich... Noch eine Familie. Hier geht's gerade richtig ab. So, und wir haben immer noch keine... Ja, ich brauche 20 Bretter. Kann ich da nicht sagen... Ach so, doch, wir können das Gebäude pausieren. Lass mal pausieren. Das ist aber blöd, dass man das manuell steuern muss. Also ich vergesse sowas gerne dann wieder einzuschalten. Und das wisst ihr. Das wisst ihr. Ihr kennt mich. Naja. Muss man halt mit leben. Okay. Dann müssen wir halt darauf achten. Ich bin gespannt, ob ich das auf Dauer hinbekomme. So, hier wieder... Jemand ins Holzfällerlager, damit das schneller geht. So, und dann hätten wir hier schon gut besetzt. Steinmetzlager. Da könnten wir auf jeden Fall noch einsetzen. Gerberei, naja, ist jetzt nicht so wichtig. War eigentlich genug an Materialien da, an Waren. Brennofen, hier zwei Eisen haben wir keins mehr. Von daher wird wahrscheinlich auch kein Speer mehr hergestellt. Schauen mal ins Lager. Nee. Eisenerz scheint leer. Heißt, nächste Familie geht hier in die Abbaugrube. Es sei denn, wir müssen da noch irgendwo mehr Power irgendwo anders reinstecken. Jetzt habe ich hier halt nicht verfolgt, ob hier wirklich Nahrung angebaut wurde. Was sagt denn unser Speicher? Nichts auf Lager. Report bekomme ich auch nicht, ne? Wir könnten hier halt irgendwas machen. Bessere Geschäfte.
entfernt die Tarife für Importe aus dem Ausland, wodurch alle Importpreise effektiv 10 gesunken werden. Ja, Importpreise wäre schon sehr gut. Dann könnten wir uns ein bisschen was zukaufen, müssen nicht alles selbst produzieren. Hier gab es doch irgendwo Äpfel. Äpfel würde ich gerne machen. Komm, wir machen Streuobst. Hab ich Bock drauf. Streuobst, bessere Geschäfte. Was noch? Habt ihr eine Idee? Trockenanbau, Bewässerung. Ne, hier haben wir keine guten Fruchtbarkeiten auf diesem Land. Was bräuchte das hier denn? Innenhaus? Ah, ich habe keine Entwicklungspunkte mehr. Das waren die beiden. Die nächste kommt bald, wenn ich 3 Stufe 3 Häuser hätte. Das dauert noch. Denn die Taverne lief, hat kein Bier. Ich hier einen zuweise, kommt auch nichts, ne? Nee. Wie es hier steht, muss mit Bier beliefert werden. Also, raus mit dir. Wir sagten, noch eine Familie kommt in die Abbaugrube. So. Hier ist Ausbau zur Schachtmine. Kostet 10 Bretter und 50 Regions. Und dann brauchen wir auch den Entwicklungszweig. Und dann ist das eine dauerhafte Mine mit Ressourcen, die wir immer nutzen können. So, eine Deep Mine. Und wir brauchen ein Herrenhaus. So, das Herrenhaus platzieren wir wo? Bin ich mir noch nicht so sicher, wo wir das platzieren. Ich würde sagen, ein bisschen außerhalb, ne? Damit wir weg vom Pöbel denieren und wohnen können. Ja, Herrenhaus. Das Herrenhaus ist natürlich weit weg von der City irgendwo da oben. Natürlich sehr angreifbar. Nicht gut geschützt. Auch keine so gute Idee, ne? Ah, es könnten aber auch Gegner von der... vom Kartenrand kommen. Weiß ich nicht. Müssen wir auch erstmal Erfahrung mitmachen. Ich würde es erstmal hier platzieren. So, alles klar. Und da haben wir uns das letzte Mal gar nicht so wirklich ausgetobt. Ne? Mauern und Tore könnten wir ja auch mal bauen. Wobei ich würde sagen, wir bekommen hier einfach mal einen Außenturm. So, den platziere ich dann in der Nähe vom Gebäude. Und ein paar kleine Fenster. Hups. Na, wie drehe ich denn hier? Ist wieder anders zum Drehen. Drückt halten, also. Hier ist aber keine Straße, kein Pfad. Garnisonsturm. Gefolge auf 12 Vasallen und hier sind 10 stationierte Einheiten. Steueramt, nur für die Optik. Hier würde ich das, ein Gebäude gegenüberstellen, dass das Herrenhaus im Blick hat. So, und Mauern und Tore. Da könnten wir, wenn wir jetzt Commit drücken, ist es halt abgeschlossen, ne? Hätte ich vorher den Pfad hier zu Ende ziehen müssen. Könnte man auch... Geht das, wenn ich jetzt hier... Ich hatte hier auch eine gebogene... Hier steht Krümmung anpassen. Ah, jetzt geht's. Bei 2 Punkten geht's nicht. Schade. Machen wir das so. Das. Jetzt will er hier. Ah. Jetzt wird die Krümmung ein bisschen seltsam. Seht ihr das? Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen anders vorgehen. Vielleicht so. Oh weh. Das wird alles andere als rund, aber ich gebe mein Bestes, Leute. Ich gebe mein Bestes. So, vielleicht so. Ja, okay. Das sieht doch cool aus. Oh, 7. Ja, ich bin halt, ne? Krass. Kann ich einfach schließen sagen und ich muss es nicht nochmal neu bauen? Nein! Ah doch, er hat's dann. Okay. Ah, nee, er hat's gelöscht. Ich kann das nicht nachträglich dann nochmal... Ja, das ist natürlich mies. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ich hier draufklicke oder so und kann dann sagen, Gebäude außenrum, baut mir die neu. Aber
Scheint wohl nicht zu gehen. Das ist schade. Müssten wir im Zweifel nachher wieder abreißen und neu bauen. Das ärgert mich jetzt. Naja, ist so wie es ist. Schade. Mir so viel Mühe gegeben. Naja. So, wo kommen diese ganzen Brennholzstände wieder her? Hier oben. Du brauchst keinen Brennholzstand. Das ist mir wirklich noch ein Rätsel, warum das so sein muss. Brennholzhauer, wo ist dein Wohnhaus? Du brauchst auch keinen. Nein. Nein. Benötigst du nicht. Kommst das Brennholz auch so. Wir sehen gerade, obwohl es jetzt Winter ist, immer noch, und wir sind im Februar, Brennstoff geht nach oben. Nahrung ist immer noch kläglich. Das liegt daran, ja, dass wir hier zu große Farmen haben, nehme ich an. Wie gesagt, wir haben leider nicht ein Auge behalten, oder ich, ihr könnt mich jetzt blamen in den Kommentaren dafür. Habe da kein Auge drauf. Das ist sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Da habe ich jetzt, habe ich aber 12. Ich könnte hier 6 Hofstätten haben. Würden die auch 4 schaffen? Das wäre immerhin die Hälfte von dem hier, ne? Und wir hätten hier eine Wohnerweiterung. Also passen hier jeweils 2 Familien rein. Das probieren wir jetzt. 4 vs. 2 Plots. Ja. Wird unser nächstes Experiment jetzt. Ansonsten würde ich sagen, wir haben ja jetzt diese Apfelbaum-Erweiterung. Ne? Kann man das hier auswählen? Bäckerei, Schmiede. Na, warum geht das immer weg? Schneiderei, Rüstungsschmiede, Bogner Werkstatt. Sammeln. Das irgendwo explizit anbauen. Das ist ein wenig verwirrend. Wo finde ich das jetzt? Okay, wir gehen nochmal oben in die Entwicklungspunkte. Neue Erweiterung Apfelgarten. Produziert Äpfel. Die Apfelernten finden jährlich ungefähr im September statt. Es dauert 3 Jahre bis ein paar. Ja gut, das wissen wir alles. Sätze könnten wir auch erlassen, wenn wir wollten. Pflanzen sich doppelt so schnell fort, allerdings liefern Feldfrüchte weniger Ertrag. Möchten wir eigentlich nicht. Wir könnten die Zufriedenheit ein bisschen senken, wenn unsere Nahrung knapp wird, was sie auch wird. Ach ja. Guck, dass ihr hier schnell fertig werdet. Wir brauchen Nahrung. Wir sind schon wieder im März. Wir sind schon wieder zu spät dran. Oh weh, oh weh, oh weh. Ich sehe es noch kommen, dass wir den anderen Safe wieder laden müssen. Oh weh. Hm. Und hier ist auch nichts mehr. Hier ist fast alles kahl. Kommst hier rüber. Das Holzfällerlager hat noch ein bisschen was an Materialien. Ein wenig. Tiere sind auch schon wieder. Es geht immer sehr schnell. Ich würde sagen, hier reicht ein Jäger, so wie das hier immer aussieht. Okay. So, allgemeines Lager ist voll. Von der Sägegrube oder was? Ja, toll. Ein Holzbalken. Also, ich bitte dich. Was war das? Kräutergarten anlegen. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Upgrading. Gut, dann setzen wir hier noch eine Familie mehr ein. Okay. Muss ich mal mehr drauf achten. So, hier wollten wir noch einen Steinmetz einsetzen. Forsthaus sind 2 Leute. Gerberei. Ja, kommen 2 Leute. Warum nicht? Handelsposten reicht auch einer immer noch, oder? 16 Dachziegel hätte der zum Handel. Export, Export. Hier ist... Ah, da hatten wir ewig nicht nachgeschaut, aber scheint immer noch stabil zu sein. Feldfrüchte ist halt, naja. Wir könnten Malz importieren, falls wir das nicht anbauen wollen. Wir schauen mal kurz. Sammeln. Hier, Landwirtschaft, da möchte ich hin. So, eine Weide, Bauernhaus, ein Feld. Weizen, Flachs und Gerste. Malz bekommen wir aus Gerste, richtig?
Das sieht schlecht aus. So, folgendes. Wir machen das jetzt so. So, Tischlerei, Hofstätte, Schmiede. Bogner Werkstatt, Hofstätte Stufe 2. Hier haben wir einen Hühnerstall. Da der Handelsposten da weiter rechts ist. Ihr habt keinen Hühnerstall mehr. Ihr habt jetzt... Habe ich die Schusterwerkstatt auch schon gebaut gehabt? Nee, okay. Schusterwerkstatt. Einmal. Dann, weg damit. Wir benötigen... Schneiderei? Nein. Eine Brauerei? Ja. Dann brauchen wir die Melzerei. Das ist auch eine Produktionsstätte. Und hier ist schon alles voll mit Produktionsstätten. Ne? Eigentlich habe ich hier keinen Platz mehr für weitere. Deshalb kommt die... Ja, die ist auch relativ weit weg dann. Das war blöd von mir. Das seid ihr schon gewohnt. Passt die hier rein? Passt nicht hier rein. Oh, das ist ärgerlich. Okay. Ist wie es ist. Dann mach es doch in die Richtung, komm. Ist hier einfach ein Pfadfeuer. Ja, ganz genau. Ist das nicht als Gebäudeerweiterung auch? So, Melzerei. Und dann sagen wir Handelsposten. Stellen hier noch eine Familie ein. Oh, und schon sind wir alle Familien wieder los. Ich würde noch ein Pferd ordern, oder? Ja, komm, lass zwei Pferde haben. Weil einfach tolle Tiere. So. Das ist schon Grund genug. Feldfrüchte. Gerste. Gerste dann zu Malz. Malz zu Bier. So, Exportpreis ist 2, Importpreis auch, weil wir hier den Entwicklungspunkt eingesetzt haben. Vorher lag der, glaube ich, bei 12, oder? Egal. So, Gerste. Handelsroute einrichten. Wir könnten ja mal gucken, was es direkt kostet. Okay, das zählt nicht unter Nahrung. Baumaterial mit Sicherheit nicht. Findet man das nicht unter Nahrung, oder? Nee, wirklich nicht. Ich dachte, das wurde früher mal als Nahrung gehandelt. Malz. Ich könnte Malz auch direkt kaufen. Allerdings ist da doppelt. Da ist doppelt. Bier. Gilt als Gebrau. Ja, gut. Ja. Macht Sinn. Und das ist sehr teuer. Also. Es bleibt bei Gerste. Handelsroute einrichten. Jawohlst. Import. Und da setzen wir auf, keine Ahnung, 40. Sollte erstmal reichen. Und dann bin ich gespannt, ob das ausreicht. Nahrung haben wir immer noch ein Problem. Wird das jetzt bald alles fertig? Ja, wird es. So, und hier müssen wir natürlich schnell die Erweiterung Gemüse wählen. Okay. Dann lassen wir ein bisschen schneller laufen. Und wir haben schon März. Bin gespannt, ob da überhaupt noch was passiert. Wohnraum erweitern direkt. Dann im Zweifel die Leute schneller arbeiten können. Ja, hier machen wir das gleiche. So. Das sieht besser aus als letztes Jahr irgendwie. Weil es jetzt zwei Familien sind. Aber wir sehen, transportiert, das sind Lagerarbeiter. Eine Familie kümmert sich jetzt und die arbeiten auch noch beim Förster um dieses Feld. Ja. Das ist das, was Murmel angesprochen hatte, ne? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren oder nur sehr schwer. Schade wäre natürlich, wenn wir alles hier verlieren, wenn jetzt der Sommer, Entschuldigung, kommt. Juni bis August. Frühling, März bis Mai. Saisonale Ressourcen. Was? Der hat gestohlen. Sack. Wobei, das könnte gerade so passen. Aber das heißt auch nicht, dass die alles abernten könnten in Time. Die säen jetzt nur. Naja. So, hier haben wir ja auch die zwei Plot. Eigentlich hätten wir... Ja, da wollten wir ja... Müssen wir da einfach ein Feld? Bauernhaus. Weizen wird anschließend zu Korn. Das möchten wir ja nicht.
Anbau der verschiedenen Feldfrüchte. Ich habe immer noch nicht gesehen, wo ich hier denn meine Bäumchen platzieren könnte. Wohngebäude auch nicht. Landwirtschaft würde ich eigentlich schon zur Landwirtschaft zählen. Handel, Verwaltung. Nö. Wir gehen mal auf Landwirtschaft und wählen die Weide. Wir probieren mal kurz. Weidefläche, Fiebe. Ja gut. Nee. Feld wollte ich machen. Warum mache ich eine Weide? So. Weizen, Gerste, Flachs. Brache. Okay. Irgendwas mache ich falsch. Abreißen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Erweiterung ist. Lass mal. Ah, Äpfel. Okay. Und hier ist wahrscheinlich das gleiche Spiel, ne? Die müssen ja nur einmal anbauen, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Und hier ist sowieso so gut wie gar nichts passiert. Warum nicht? Weil es hier keine zweite Familie gibt, ne? Hier ist... Doch, hier sind auch zwei Familien. Okay, wir hatten das erweitert. Trotzdem sieht das schlecht aus. So, jetzt haben wir die Besteuerung. Unser... Wie nennt man es? Unser Herrenhaus ist fertiggestellt. Okay. So, ich glaube, wir haben aber in dieser Folge genug gemacht. Wir Besteuerung stellen wir noch ein. Steuern. So, ich würde mal sagen 10%. Minus 8 sagt er hier. Minus 20. 20% Grundsteuer minus 15. Das können wir locker verkraften. Und der 10, 6%. Weil die Nahrung geht jetzt langsam nach oben, so wie es scheint. So, und somit haben wir unsere Population, genau. Unsere Population stark erweitert. Hier müssen wir noch jemanden in der Taverne einsetzen. Ansonsten haben wir jetzt hier... Warum ist hier Bier? Ach so, weil die Bier anfordern. Ja, wir haben unsere Bogenwerkstatt wieder. Wir haben eine Schusterwerkstatt, die irgendwann anfangen kann, wenn sie dann die Materialien hat. Leder und Schuhe, genau. Die Brauerei haben wir gebaut. Wir haben einige Häuser neu. Und hier haben wir... Was war das? Okay. Hier haben wir nichts Neues. Wir haben eine Melzerei. In der auch eine Familie zugewiesen sein muss. Ihr seht schon, die transportiert. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Was macht ihr da hinten? Muss ich das verstehen? Naja, seltsame Dinge geschehen hier. Hier liegen einfach noch 21 Baumstämme rum, warum auch immer. Die Holzkirche ist auch noch nicht besetzt. Da müssen wir noch nacharbeiten, nächste Folge. Ansonsten hier die große Hofstätte immer noch mit dem Gemüsegarten. Und wie das hier ausschaut, ich glaube nicht, dass das noch was wird. Also, ja. Aber das nächste Experiment mit den Bäumen lassen wir erstmal so laufen, bevor wir das hier auch noch vernichten. Vielleicht müssen wir das auch auf 4 Wohnungen umstellen. Hier sind 6, 1, hier sind es 4. Hier hatten wir schon alles gemacht zum Gemüsegarten. Ja, und eventuell müssen wir später diese Arbeitsplätze, wenn wir einige Familien über haben, neu zu den Arbeitsstätten zuweisen. Denn ich denke, die Leute, die keine Erweiterung haben, die sollten in den Speichern und in den Lagerhäusern arbeiten. Und im besten Fall natürlich andere Produktionsstätten auch. Nur Leute, die kein zumindest mal keinen großen Gemüsegarten oder Apfelgarten haben. Andere Produktionsstätten, ja, müssen wir noch gucken, ob das Sinn macht, Sinn ergibt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. So, und hier könnten wir noch eine kleine Steinkirche bauen. Das machen wir auch noch. So. Und damit haben wir sehr viel geschafft in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr supporten wollt, Kommentar, Like und eventuell auch an Freunde und Familie weitersenden den Link. Gibt mir ein paar mehr Views und hoffentlich bekommt das dann mehr Reichweite. So. Und Tipps und Tricks unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und hoffe, es hat euch gefallen.